Para que t's... Mit der Qualifikation. Willkommen zum Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien, wo alle darauf warten, grünes Licht zu bekommen. Diese Strecke verlangt sowohl den vorderen als auch den hinteren Reifen ziemlich viel ab. Man kann wohl sagen, dass geschicktes Reifenmanagement nötig sein wird, um hier gut abzuschneiden. Man braucht ein ausbalanciertes Fahrzeug, da es fast überall auf die Probe gestellt wird. Viel Mühe sollte in die Vorbereitung der Balance gesteckt werden, nicht nur in einem bestimmten Bereich. Allerdings kann auch der Reifenverschleiß zum Problem werden. Wenn die Reifen nicht durchhalten, ist es egal, wie schnell man ist. Gut, auf geht's. Wieder mal auf Gelb. Dabei gehen wir zumindest. When you're ready, let's go. So. So. Guck, ob ich den kriege noch da vorne. Und ich will jetzt freie Bahn. Aber wollte da schön zumachen. Ah, scheiße. Ich hatte gehofft, ich kriege ein bisschen Glück mit der freien Bahn, aber irgendwie nicht. Dankeschön. Und damit ist der Plan, den ich haben wollte, kaputt. Thank you.
Wow, P2. Jetzt bleibst du hier mitten auf der Strecke stehen einfach. Fahrer vor mir. Spitzenreiter. Toll, ich bräuchte die Zeit von dem ersten. Oh ne, genau in dem Moment der Tower, also bleibe ich auf 5. Gut, also müssen wir nochmal rein. Naja, müssen wir es doch auf Rot probieren. Verdammt, ey. Hätte klappen können, hätte klappen können. Sprit mehr. Have set us back a little. Naja. So far, our fastest lap is a 1:30.2.
Ja. Wie weit haben wir denn Rückstand? Eine Sekunde, naja, müssen wir. We're placed lower than we expected. We're losing time somewhere. Sind einige schon wieder unterwegs auf den zweiten Versuch wahrscheinlich, so wie das aussieht. Also wir haben ja unseren zweiten schon. We're 20th in the speed trap, 319.3 kilometers per hour, standing by. Ja, da fahren wir mal raus. Irgendwas hat sich doch noch irgendwie gutes Ergebnis. So, mal gucken. So. Letzte 5 Minuten.
So. Na dann auf. So, die ersten zwei Seiten sind immer violett und da vorne ist ein Auto, das ist das Problem. Ich hoffe, dass das nicht so in die Quere kommt und Zeit kostet. ...28,4 Bestzeit. Ich jetzt ein bisschen schon wir mich ein bisschen im Weg. Bisschen Chaos gerade jetzt. Ich gehe mal runter auf der Strecke, damit die da alle vorbeikommen können. Ja, kusch. Dankeschön. Du kannst ja doch nur alle vorbeilassen, das ist schön. Genau das ist es. Und dann passiert sowas. Nächstes Auto mal vorbeilassen.
Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Richter, Verstappen und Lewis Hamilton. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja. Ja. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Autsch. Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistung im Rennen wiederholen können? Ihr F&E-Team hat in dieser Saison ohne Unterlass gearbeitet. Wollen Sie aufholen oder an der Spitze bleiben? Danke für den Kommentar. So. Gut. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Ja, schauen wir mal, was wir am Rennen morgen umsetzen können.